mich aus, Skipper! Naja, ausnahmsweise waren mal nicht die Reardons schuld. Skipper, bleib auf deiner Seite! So ein Blödsinn, Stacy! Wie soll ich denn bitte zur Tür, ohne die Linie zu übertreten? Das ist meine Seite. Übertreten verboten. Die Tür ist nicht dein Eigentum. Aber diese Seite des Zimmers. Was ist denn hier los? Das klingt wie eine Horde wild gewordener Nashörner. Wir haben das Zimmer aufgeteilt und Skipper lässt mich nicht mehr raus. So ein Pech. Die Tür ist auf meiner Seite. Oh, aber keine Sorge. Ich mache Fotos von all den Dingen, die du von nun an verpassen wirst. Das ist unfair. Die Linie war deine Idee. Kommt schon, Leute. Es kann doch nicht so schwer sein, sich ein Zimmer zu teilen. Oh ja? Du musst dir ja nicht anhören, wenn sie ein Lied tausendmal mischt. Immer und immer und immer zu. Und das jeden Tag. Zumindest mache ich echte Beats. Nicht sowas wie dieses endlose Bampadi-Bampadi-Bam-Bam-Bam von deinem Basketballgedribble. Hör nicht hin, mein Schnuckiball. Hat einer von euch das Klebeband gesehen? Dieses Zimmer ist einfach nicht groß genug für uns beide. Welch ein Wunder. Wir sind mal einer Meinung. Ich suche einfach in der Garage. Seht doch, was ihr getan habt. Ihr habt Chelsea verscheucht. Das ist alles ihre Schuld. Finger weg von meiner Seite! Meint ihr nicht, dass ihr beide ein wenig übertreibt? Ja, ja, du hast gut reden. Du hast dein eigenes Zimmer. Versuch du mal im selben Zimmer wie Skipper zu wohnen. Von mir aus? Klar, machen wir. Wie bitte? Was machen? Lasst uns doch mal Zimmer tauschen, vorübergehend. So wie es aussieht, braucht ihr zwei Abstand voneinander. Also kann Stacy das Wochenende in meinem Zimmer wohnen und ich ziehe dann so lange bei Skipper ein. Volltreffer! Cool. Willkommen an Bord, Schwester. Macht einen Abflug. Wir haben hier wichtige Dinge zu tun. Genau. Auf immer Wiedersehen. Aber Daisy muss Aufnahmen bei den Felsen hier machen. Wir können nirgendwo sonst hin. Und der Strand ist doch groß genug für uns alle. Matt, nö. Das ist der höchstbewertete und einzige Disc-Golf-Strand in ganz Malibu. Und wir müssen noch unsere Poser-Moves für das morgige Turnier einstudieren. Oh ja, na klar. Wir müssen uns dabei ja nicht in die Quere kommen. Du kümmerst dich um deine Mikrofone und René um das Volleyballnetz. Ei, ei. Toll. Und was jetzt? Pumpenknaller! Mir wird übel. Super erwachsen, die drei. Ab da wurde es hässlich. Natürlich hätten wir uns das anders gewünscht. Oho, die hatten Affenzahn! Oh, war das Netz etwa im Weg? Entschuldigung. Ja, jetzt. Was? Sie schon wieder. Trey wollte sich vor seinen Kumpels nicht blamieren. Meinetwegen. Aber ich war mir sicher, dass wir zwei unter vier Augen einen Kompromiss finden würden. Also? Bei mir gibt's keine Kompromisse. Du hast deine Verwandtschaft also in dem Glauben gelassen, dass du immer noch fleißig Geige spielst. Das habe ich früher auch gemacht. Vor einer halben Ewigkeit. Und ich habe die Befürchtung, dass sie von mir erwarten, dass ich auf der Neujahrsfeier ein Stück spiele. Nun ja, wenn es nur ein Stück sein soll, finden wir sicher eins, an das du dich erinnerst. Hast du deine Geige noch? Ja, irgendwo bei mir zu Hause. Na, worauf warten wir dann noch? Wir fahren rüber. Meinst du wirklich? Vertrau mir, wir kriegen das hin. Zumindest dachte ich das. Ich meine, ein Instrument zu spielen ist doch im Grunde so wie Fahrradfahren. Sowas verlernt man nicht. Ich wollte heute mal was Neues ausprobieren. René und Theresa werden sich gleich eine Superschlacht um die absolute Herrschaft im Wasser liefern. Und zwar bei der Poolwippen-Challenge. Hi! Hallöchen! Um zu gewinnen, muss man um jeden Preis auf der Wippe bleiben. Bereit? Los! Du machst den gleichen Abflug! Runter von meiner Wippe!
Man weiß nie, ob es nicht mal zu einem Notfall am Beckenrand kommt. Deswegen hat mein Handy eine wasserdichte Hülle. Das Video war nicht ganz, was wir uns vorgestellt hatten, aber da ich nichts anderes zu posten hatte, habe ich es einfach hochgeladen. Vielleicht findet der ein oder andere es lustig. Wow, wir haben 16.000. Was? Nicht zu glauben. Guck mal, wie viele sich das gerade ansehen. 16.709. 17.000. 17.619. Das ist ja unglaublich. Dabei habe ich es erst vor einer Stunde gepostet. Die Zahlen, sie machen sich selbstständig. Also gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich brauche eine neue Tabelle und eine Grafik für die Timeline, damit uns noch mehr Leute folgen. Hey, Theresa, immer schön langsam. Du musst überhaupt nichts machen. Was? Begreifst du denn nicht, was hier gerade passiert? Unser Video geht viral. Im Ernst jetzt? Unglaublich. Wahnsinn. Ab sofort müssen wir schnell handeln, sonst verschenken wir unsere Möglichkeiten. Ja, das ist der Hammer. Und was machen wir jetzt? Wir brauchen noch mehr Videos. Schnell. Und zwar massenhaft. Wir brauchen super lustige Pranks und Videos, in denen wir zeigen, was wir drauf haben. Chill mal. Also, ihr geht schön nach Hause und übt eure verrücktesten Fähigkeiten. Puh, ich muss weiterrechnen. Hundeverbot am Strand? Beschlossen vom Stadtrat Malibu. Aber die kleinen Dackel lieben doch den Strand. Ja, Taffy auch. Tut mir leid, du darfst leider nicht mehr am Strand spielen. Noch etwas Tee, die Herren? Aha! Da steckst du, Blisser. Du bist der Ehrengast auf unserer Teeparty. Zeit für deine Krone. Blisser! Echt verrückt. Total unfair. So was Lächerliches. Hey Mädels, wovon redet ihr denn überhaupt? Seit heute herrscht irgend so ein Hundeverbot am Strand. Wartet mal. Ich habe gerade eine E-Mail dazu bekommen. Malibus Stadtrat hat beschlossen, dass Hunde ab sofort keinen Zutritt mehr zu den öffentlichen Stränden haben. Das Gesetz wurde offenbar von Ron Slusher erlassen. Ron Slusher? Hat er nicht früher für Whit Reardon gearbeitet? Ah, nun ergibt das einen Sinn. Poppy muss dahinter stecken. Dieses Gesetz ist doch total bescheuert. Jemand muss was dagegen tun. Naja, bald stehen neue Wahlen an. Du musst kandidieren. Als Abgeordnete? Ich wäre mal fast Klassensprecherin geworden. Hab aber gegen den Klassenschreihals verloren. Er hatte wirklich eine laute Stimme. Aber diesmal könntest du der Schreihals sein. Ich meinte die Gewinnerin. Du wärst die Retterin für all die süßen Hunde von Malibu. Weißt du was? Ich tue es, wenn du meinen Wahlkampf leitest. Machst du Witze? Ich bin voll dabei. Dann legen wir los. Dann wollen wir mal. Alles klar, ja. Yeah. Wir müssen aus dem Besuch der Dachfee ein magisches Erlebnis machen, das Chelsea nie vergessen wird. Siehst du diesen Blick in ihren Augen? Widerstand ist zwecklos. Wir sind am Start. Super, okay. Wo kriegen wir einen kleinen Pinguin her? Niemand, den wir kennen, hat einen Pinguin. Kein Problem. Wir lassen es einfach nur so aussehen, als wenn Dr. Ernesto im Haus wäre. Wie? Wir könnten vielleicht Felsenpinguin-Geräusche machen. Du meinst... vielleicht nicht ganz so albern, so in die Richtung aber. Okay. Kommen wir zu den anderen wichtigen Sachen wie Blütenblätter und Flötenmusik. Oh ja. Okay, Roberts Familienschlachtruf bei 3. 1, 2, 3. Wuhu! Sieh mal, pinke Blütenblätter. Oh, wirklich? Wow. Und unten gibt es noch mehr. Könnten die womöglich von der Dachfee sein? Wow, möglich wär's. Es war mal wieder so ein Morgen in Malibu, der einfach nicht zu toppen ist. Ah! Ups.
entschuldige. Doch es wurde wirklich noch besser. Das ist doch nicht zu fassen. So schlimm ist es nicht. Hat dir doch keiner zugehört. Nein, darum geht es nicht. DJ Cheapshot hat sich die Hand verstaucht, als er übertrieben krasse Beats gescratcht hat. Ihr wisst, der DJ, für den ich die Shows eröffne. Ich soll für ihn einspringen, auf dem Funfling. Wow, Funfling? Dieses coole Musikfestival in der Wüste? Oh. Das mit Tausenden und Tausenden und Tausenden von Menschen? Daisy, das bedeutet, du wirst vor mehr Menschen auftreten, als es Einwohner hier in Malibu gibt. Okay, ist klar. Eine Menge Leute. Yeah! Der Hammer! Könnt ihr so pfeifen wie diese Sportfans? Ich würde so gern pfeifen können. Daisy, das ist hammermäßig, oder? Davon hast du immer geträumt. Und ich kann überall erzählen, dass ich dich schon kannte, als du noch unbekannt warst. Ich designe dein eigenes Bühnenkostüm. Es muss funkeln, aber darf nicht blenden. Okay, blenden muss sein. Ich bin dein persönlicher Stage-Diver. Achtung, Publikum! Ihr wisst, was das bedeutet? Ausflug! Ausflug! Juhu! Mit Barbies Camper! Ja, mit deinem Camper reißt es sich am besten. Ja! Okay, uns bleibt nur eine Stunde. Legen wir also los. Ich glaube, dass diese Teile hier zusammengesteckt werden müssen. Ein Hinweis! Yay! Wir sind schon so gut wie draußen. Hier stecken zwei Nadeln in diesem Globus. Die zwei waren nicht nur in verschiedenen Zeiten, sondern auch an verschiedenen Orten. Hey, Niki, hilf mir mal bei diesem Puzzle. Seht mal, was ich hier habe. Aus den Teilen habe ich ein Fernglas gebaut. Was hat das zu bedeuten? Sind wir schon draußen? Und wozu braucht man ein Fernglas in einem Raum ohne Fenster? Und außerdem, verstößt das nicht gegen die Bauvorschriften? Hä? Komisch, warum sieht man damit alles doppelt? Barbie, komm mal her. Weißt du, was ich glaube? Im Grunde ist das Ganze eine Geschichte über ein Pärchen. Über zwei Leute. Du willst damit sagen, wenn wir die Uhr auf zwei stellen würden? Könnten wir der Zeitmaschine entkommen. Es ist möglich, dass das ein Lösungsansatz ist, Detektiv Carson.